Hunde sind die natürlichen Wirte des Ebola-Virus. Ihnen schadet es nicht. Menschen, die infiziertes Fleisch essen, sehr wohl. Wie dem ersten Opfer der Epidemie, einem Kleinkind aus Guinea, so begann es. Die Ausbreitung des Virus konnten amerikanische Forscher jetzt nachvollziehen, anhand des Erbguts aus Blutproben von 78 Erkrankten. Solche Erbgutanalysen helfen auch zu verstehen, wie das Virus übertragen wird, wie es sich verändert und was es so aggressiv macht. Das wollen auch deutsche Virologen des Uniklinikums Marburg herausfinden. In ihrem Hochsicherheitslabor dürfen wir nicht drehen. Die entscheidende Frage für die Forscher: Warum bringt das Virus Menschen um, aber Flughunde nicht? Offensichtlich ist es so, dass das Immunsystem von den Flughunden mit dieser Infektion gut umgehen kann, das menschliche Immunsystem aber offensichtlich nicht. Und wir glauben, dass der Unterschied dabei ist, wie Makrophagen, das sind die Fresszellen in dem Körper, die für die Immunantwort entscheidend wichtig sind, wie diese Makrophagen auf die Ebola-Virus-Infektion reagieren. Denn das Virus befällt zuerst diese Fresszellen und löst dann eine fatale Kettenreaktion aus. Das Immunsystem läuft Amok, produziert zu viele Botenstoffe, die dann die Blutgefäße angreifen. Diese werden undicht, Flüssigkeit tritt aus, schließlich versagen die Organe. Die Wissenschaftler stehen vor vielen ungelösten Fragen. Was passiert in den Zellen? Wie benutzt das Virus diese, um sich zu vermehren? Das wollen die Forscher wissen, um mögliche Ansatzpunkte für eine Therapie zu finden. Allerdings wird das noch dauern. Immerhin, einige Impfstoffe scheinen vielversprechend. Die haben im Affenmodell alle wunderbar gewirkt, haben die Affen zu 100% geschützt. Ob das bei den Menschen genauso ist, das wissen wir im Moment noch nicht. Mit beiden Impfstoffen sind klinische Studien geplant. Jetzt leider natürlich viel zu spät. Man hätte diese klinischen Studien schon viel früher starten müssen. Ein Ende der aktuellen Epidemie ist noch nicht abzusehen. Das Virus wird noch viele Opfer fordern.